Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor über 100 Jahren erhielt das jüdische Familienunternehmen Löwy einen historischen Auftrag. Die Kunstgießerei sollte zwei französische Kanonen einschmelzen und daraus drei Worte gießen, die bis heute über dem Westportal des Reichstagsgebäudes zu lesen sind: dem deutschen Volke. Und der Kaiser gab diesem Schriftzug 1916 nur widerwillig seine Zustimmung. Er fürchtete um die Strahlkraft dieser Worte, denn sie symbolisieren das Fundament unserer Demokratie, die Volkssouveränität. Heute steht dieses Demokratieprinzip vor neuen Herausforderungen. Die Globalisierung, die Integration in Deutschland und Europa, die Zuwanderung, sie verändern die Entscheidungsmechanismen und unsere Gesellschaftsstruktur. 2015 wurden 9,1 Millionen Ausländer in Deutschland gezählt. Viele von ihnen zahlen Steuern, sie stützen den Sozialstaat, sie zahlen in die Rente ein. Und es stellt sich zu Recht natürlich auch die Frage, was ist mit dem Wahlrecht für Ausländer? Auf kommunaler Ebene wurde bereits für EU-Bürger ein Mitsprache- und Wahlrecht verankert, auch im Grundgesetz. Die Grünen fordern aber jetzt ein passives und aktives Wahlrecht auf kommunaler Ebene pauschal für alle Ausländer mit ständigem Wohnsitz in Deutschland. Und die Linken gehen noch weiter und fordern ein volles Wahlrecht im Land, im Bund und auf EU-Ebene pauschal für alle Ausländer, die seit 5 Jahren in Deutschland leben. Und die speziellen deutschen Grundrechte in Artikel 8, 9, 11 und 12 unseres Grundgesetzes sollen zu Grundrechten für jedermann umgewandelt werden. Wir als Union lehnen diese Gesetzesentwürfe entschieden ab. Widmen wir uns zunächst einmal dem klar definierten Volksbegriff. Das Wahlvolk in Deutschland, von dem gemäß Artikel 20 Absatz 2 unseres Grundgesetzes alle Staatsgewalt ausgeht, wird aus deutschen Staatsangehörigen und ihnen gleichgestellten Personen gebildet. Und das ist im Grundgesetz an vieler Stelle und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes festgelegt, unter anderem auch in Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, den man natürlich nicht isoliert von Artikel 20 Absatz 1 bis 3, sehr geehrte Frau Kollegin, sehen kann. Deswegen müssen wir also zunächst einmal in unserer Verfassung den Volksbegriff ändern. Und dazu muss man wissen, ob man das will. Wir wollen das nicht. Denn auch das Völkerrecht stellt aus gutem Grund auf die Staatsangehörigkeit ab. Eine Demokratie ist eine auf Dauer angelegte politische Gemeinschaft und keine flüchtige, durch zufällige persönliche Entscheidungen zusammengewürfelte Ansammlung an Menschen. Wollen wir das Volk künftig definieren als Gesamtheit aller Menschen, die in einem Staat leben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft und ihrer Integrationsbereitschaft? Sie, liebe Frau Kollegin, sagen ja. Ich sage für die Unionsfraktion nein, und ich will das auch nicht. Eben. Ist auch gut so, sehe ich genauso. Deutschland ist eine politische Schicksals- und Verantwortungsgemeinschaft. Und wer vollwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft werden möchte, der kann die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und damit auch ein volles Wahlrecht. Und diesen Ordnungsrahmen, den dürfen wir nicht vorschnell aufweichen. Ebenso sollten wir auch an den Staatsbürgerrechten in Artikel 8, 9, 11 und 12, das heißt der Versammlungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit, der Freizügigkeit und der Berufsfreiheit, festhalten. Denn das sind ganz klare Paragraphen, die Bezug nehmen auf unsere demokratische Willensbildung und die Volkssouveränität. Und deshalb ist auch der Begriff des Deutschen dort enthalten. Und derjenige, der davon nicht betroffen ist, der wiederum wird bei uns aufgefangen durch Artikel 2 unseres Grundgesetzes und die allgemeine Handlungsfreiheit und steht damit gerade nicht rechtlos da und wird damit auch nicht ausgegrenzt. Und für EU-Bürger gilt im Übrigen, dass alle unsere Grundrechte gelten, und das gilt damit auch für diese 4 Artikel. Ergibt sich unter anderem aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Insofern besteht auch an dieser Stelle für uns kein Handlungsbedarf. Und das Kommunalwahlrecht für EU-Bürger wurde ganz klar nur als punktuelle Unterbrechung der nationalen Volkssouveränität ausgestaltet. Es knüpft nämlich schon an eine Privilegierung einer bestimmten Staatsangehörigkeit an die Unionsbürgerschaft und ist damit nicht gleichzusetzen mit jedem anderen Drittstaatler. Und das, sehr geehrte Frau Kollegin Vograscher, ist der für uns maßgebliche Unterschied, der hier auch gemacht worden ist. Und wir lehnen an dieser Stelle ebenfalls eine allgemeine Grundrechtsänderung in unserem Grundgesetz ab. An einer Stelle
sehe auch ich tatsächlich Handlungsbedarf nach mehr Mitbestimmungsrechten, und das ist bei der EU-Bürgerschaft. Hieran sollten wir weiterarbeiten, denn eine Verfassung, auch unsere, beinhaltet immer auch den Auftrag an das Gemeinwesen, sie fortlaufend zu gestalten. Das kann man im Hinblick auf die Unionsbürger und das Grundgesetz sehr wohl andenken. Und insofern ist das für mich die einzige Stelle, von der ich sage, hier haben wir vielleicht in Zukunft gemeinsam in der Europäischen Union Handlungsbedarf. Alles andere ist aus unserer Sicht nicht erforderlich und abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Lindholz. Und der letzte Redner dieser Debatte aus Illertissen, Dr. Karl-Heinz Brunner für die SPD.